Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tokyo Jungle. Ich habe versprochen, dass wir uns heute die Story angucken. Ich habe offscreen schon mal ein bisschen weitergespielt. Bei Tokyo Jungle geht ja nicht wirklich viel an Story verloren. Und habe hier Akt 1 freigespielt. Den man auch zum Glück als Raubtier spielen kann. Ich sagte ja, dass die nächsten Folgen als Raubtier gespielt werden. Oh nein, oh Gott, der hat keinen Besitzer mehr. Och nein. Jetzt musst du dich selber um dich kümmern, kleiner Spitz. Armes Mäuschen. Vom Spielzeug hin zum edlen Tier, jawohl, so sehe ich das gern. So, mal schauen, ob die Story sich großartig vom Überlebensmodus unterscheidet. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Außer, dass ich so ein schickes rotes Band um habe. Lachen die mich aus? Lachen die mich aus? Ey, euch zeige ich sowas von. Jag ein Hasen und frisst dich satt. Ja, dass ich mit X springen kann, weiß ich schon. Ich habe ja das Tutorial gespielt. Mehrmals. Wie gesagt, habe ich offscreen ein bisschen gespielt und bin jetzt deswegen und dank der Tipps, die ich von euch bekommen habe, vielen herzlichen Dank dafür, nicht besser geworden, aber auf jeden Fall klappt es um einiges besser. Schleichen? Wirklich schleichen? L1 plus L. Ah! So was sagen sie ja im Tutorial natürlich nicht. Da ist ein Hase. Nein, das ist kein Hase. Verdammt, scheiße. Da ist ein Hase. Zack. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich brauche diesen Hasen. Ha! Ich war im Überlebensmodus ein bisschen mutiger, hab ein bisschen angegriffen, bin ein bisschen gerannt. Also wie gesagt, offscreen habe ich mich dann doch ein bisschen fortgebildet und kann euch jetzt ein bisschen bessere Unterhaltung bieten, hoffentlich. Als mein ewiges Gesterbe, das war ja echt nicht mehr feierlich. Oh, wie schön mir hier alles angezeigt wird. Hier kann ich nicht lang. Da muss ich oben lang. Ah, ganz oben lang. So, gucken wir auf die Karte. Da ist mein Ziel. Da unten ist mein Ziel. Das heißt, ich muss gar nicht hier oben bleiben. Ah. Oh nein, eine Katze. Schön angreifen hier. Angriff ist die beste Verteidigung. Und da wird der Gegner gleich auch gefressen. Oh, oh, noch eine Katze, noch eine Katze. Du kriegst gleich auch eins drauf hier. Komm her, du. Es ist ein harter Kampf ums Überleben. Und sein kleiner Spitz hat es da nicht leicht. Oh oh. Oh oh. Die Bosskatze. Oh 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 oh. Die ist bestimmt ganz schön stark. Oh ja, die ist stark. Oh, die ist stark. Oh ja.
Oh. Ich habe auch überhaupt keine Ausdauer mehr. Oh, oh. Auch gar kein Leben mehr. Du sollst doch angreifen, wenn ich dir... Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich schwöre euch, ich habe R1 gedrückt, als das Beißsymbol kam. Ich schwöre es. Dann mache ich es halt nochmal. Zum Glück muss ich nicht alles nochmal von vorne machen. Sondern kann gleich bei den Katzen einsteigen. Die sind aber auch ganz schön biestig. Und stark sind die, Mann. Wird man von so einer kleinen Katze eigentlich gar nicht erwarten. Oh, und gleich nochmal von vorne. Zack. Immer schön angreifen. Hier ein bisschen essen. So, weg, 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 weg. Ups. Die habe ich jetzt auch erwischt. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen essen, bis die Bosskatze kommt. Gleich nochmal von vorne. Jetzt kriegst du eine drauf. Auch wenn die ganz schön heftig ist, muss ich ehrlich zugeben. Also angreifen und weg, angreifen und weg. Ah, ich habe gar keine Ausdauer mehr. Und erledigt. Erstmal satt essen. Oh, ich wollte mich doch satt essen. Scheiß Katzin. Ah. Ah ja, mach sie bequem. Mach sie gemütlich. Du hast es dir verdient. Ein 1A-Jäger. Na, da fehlt noch ein bisschen was für. Oh, dem Hund geht's so gut. Der ist richtig froh. Ach, das war's jetzt schon mit dem ersten Akt der Story. Gut. In Ordnung. Wenn es das war, dann wenigstens speichert er das. So, gucken wir uns schnell die Statistik an. Da seht ihr, was ich offscreen so ein bisschen eingespielt habe. Da lief es auch deutlich besser, wie gesagt. Also die Story, Entschuldigung, habe ich mir jetzt soweit erstmal komplett angeguckt. Ich werde es in Zukunft so machen, dass ich die Story offscreen freispiele, weil ihr euch, das ist echt langwierig, also das müsst ihr euch echt nicht geben. Und sie dann einfach in dem Video spiele.